hier ist Ilona Christen. Hallo und herzlich willkommen. Danke Ihnen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Danke Ihnen zu Hause, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Talkthema heute, Sadomasochismus. Schatz, ich bin wieder da. Hallo Liebling. Ich habe dir eine Überraschung mitgebracht. Toll, eine Überraschung. Ich liebe Überraschungen. Na, was sagst du? Also Schatz, ich verstehe nicht. Was willst du mit dem ganzen Zeug? Na, du hast doch neulich selber bei Krauses gesagt, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Und da dachte ich... Gewalt und Lust untrennbar. Keiner weiß, wie viele Menschen ihr Sexleben mit Folter und Qual aufpeppen. Es gab da mal eine Zeitschriftenumfrage, wonach 51% der Befragten sogenannte normabweichende Sexualpraktiken für unmoralisch halten. Aber auf der anderen Seite bekennen sich immer mehr Menschen zu Sadomaso, reden auch drüber. Deshalb heute auch bei mir. Herzlich willkommen meinen Gästen zu diesem Thema. Unser Experte in der Runde im Publikum ist Dr. Andreas Rose. Er ist Psychologe und er befasst sich hauptsächlich mit Störungen im Sexualbereich. Ihnen herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und meine erste Frage gleich an Sie. Wenn Sie jemanden, der davon noch nie was gehört hat, ja, außer im Kreuzworträtsel vielleicht mal nachgelesen, da 6 Buchstaben oder so irgendwas waagerecht, mit Bindestrich erklären müssten, was ist das Sadomaso? Wie würden Sie ihm das erklären? Ja, zum Sadomasochismus gehören 2 Sachen. Auf der einen Seite Sexualität, auf der anderen Seite Herrschaft und Unterwerfung. Der Schmerz ist gar nicht das entscheidende Element. Ein Sadomasochist ist also immer ein Mensch, der Lust empfindet an Herrschaft und Unterwerfung. Es gehören 2 dazu, Sadist, Masochist. Der eine spielt mehr den aktiven Part, der Herr, der Dominierende, der andere spielt mehr den passiven Part, erleidet, erduldet, lässt sich bestrafen, der Masochist. Ich danke Ihnen. Das sind die beiden, die dieses genauso in der Form durchspielen. Das sind Beate Balzer und Erik Rüger. Sie sind seit 1,5 Jahren ein Sadomaso-Paar. Freundschaftliche Beziehung, aber keine feste Paarbeziehung. Die Freundschaft muss dabei sein, sonst funktioniert das nicht, ne? Es muss sehr viel Freundschaft und sehr viel Vertrauen dabei sein, das ist ganz klar, sonst funktioniert es nicht. Erik, Sie sind der sogenannte Dominus. Das heißt, Sie sind also der aktive Part, um das zu übersetzen ja. In dem Moment. Was genau versteht man darunter? Was machen Sie so? Ja, wie gesagt, der aktive Part, der im Endeffekt das Spiel an sich einleitet. Der im Endeffekt, wenn ich also mit Beate dann spiele, wir vorher abgesprochen haben, ein Zeichen abgesprochen haben oder wie gesagt, wenn ich ihr das Halsband umlege, dass sie weiß, dass sie in dem Fall dann eben auf der passiven Seite ist. Und Halsband, ja. das ist so ein Teil wie dieses hier? Ja, genau so ein Teil. Gibt es noch in verschiedenen Ausfertigungen. Und dann haben Sie eine Leine dran und dann läuft sie wie ein Hund vor Ihnen her? Oder wie? Nicht unbedingt, kann man natürlich auch, klar. Geht. Also mein Hund wäre neidisch auf das Teil da, ja. Sieht eigentlich relativ... Sieht hübsch aus, ne? Ja, doch, sieht hübsch. Engt das nicht ein bisschen ein? Nein, überhaupt nicht. Und wenn, dann macht es Spaß, wenn es ja, einengt? Natürlich. Ah, gut. Erik, was macht eigentlich so Spaß daran, den anderen zu quälen? Ja, was Herr... Dr. Rose. Dr. Rose, ja. Dr. Rose schon gesagt hat, wie gesagt, eben die Macht, die man in dem Fall ausüben kann und wie gesagt, das Spiel an sich, das Spiel einleiten, das Spiel durchführen. Warum sind Sie nicht ein Typ fürs Passive? Die Sache hatte ich probiert, die habe ich ausprobiert, 2-mal. Und ich habe den Kick einfach nicht dabei gehabt. Beate, Sie sind im Spiel die Devote, die alles annimmt. Hat das irgendwo was mit mangelnder Emanzipation auch zu tun? Nein, überhaupt nichts. Es gehört sehr viel an Stärke dazu, das wegzugeben, was man dann in dieser Situation weggibt. Und jemand, der sich so voll und ganz hingeben kann, der muss das erstmal haben, was er weggeben kann. Herr Dr. Rose, wie viel von diesen Vorlieben nimmt man eigentlich mit ins tägliche Leben?
Da ist der eine, der sich immer sehr devot gibt, und der andere, der immer so sehr dominant ist. Ist das nur eine Geschichte, die aufs Schlafzimmer beschränkt bleibt, oder nimmt man da was mit in Beruf, ins Alltägliche? Das ist eine Frage, was natürlich auch, das muss ich auch sagen, sonst im Leben passiert ist und wie man sonst auch lebt. Wir haben da sicher so das allgemeine Bild, der Manager-Typ, der zur Domina geht und sonst eben das auslebt, diese Stärke. Da spielt es sicher mit rein, dass Sexualität grundsätzlich etwas ist, wo ich etwas auslebe, was ich sonst nicht ausleben kann. Würden Sie es für richtig empfinden, dass man es in jedem Fall ausleben soll, wenn man so veranlagt ist, als dass man es unterdrückt und vielleicht woanders seine Ventile sucht? Da ist die Frage der Destruktivität die Grenzfrage. Das heißt, wie schädigend ist es sich selbst gegenüber oder anderen gegenüber? Es zu tun oder zu lassen? Ja, beim Sadomasochismus wird immer eine ganz klare Regel da sein, und ganz klare Rituale da sein, die verhindern sollen, dass letztendlich Schädigung entsteht. Also das Stichwort ist eigentlich Kultivierung. Und da kann sicher was Sinnvolles geschehen, wenn man sagt, ja gut, es gibt auch Extremsportarten, die kultiviert gehören. Mhm. Und das kann den Menschen auch dienen, Ausgleich zu finden. Erik, wie sind Sie da überhaupt dran gekommen? Hat das irgendwie schon früh angefangen? Waren Sie so ein Cowboy- und Indianer-Fan und haben alle gefesselt und fanden das klasse? Ja, natürlich Cowboy- und Indianer-Spielen habe ich natürlich auch gemacht. Und es war natürlich auch immer total toll, wenn sich jemand fand, der sich von mir oder von der Gruppe in dem Fall an den Baum fesseln ließ, was natürlich irgendwo total irre war. Aber das haben Sie doch damals noch nicht als Kind mit Sex in Verbindung gebracht, ne? Nee, mit Sexualität in dem Fall absolut nicht. Aber wie gesagt, die Neigung an sich war da. Und entwickelte sich dann insofern weiter, als dass ich damals, wie gesagt, eine Beziehung hatte und sich das Ganze irgendwo spielerisch entwickelte. Also wie gesagt, nach einer gewissen Zeit ging das dann los mit, ja, kannst du dir vorstellen, mich zu fesseln oder ja, eben noch andere Sachen zu tun. Und ich kann mich noch an die Situation erinnern, wo es dann darum ging, eine Gerte zu kaufen und ich im Kaufhaus stand und dachte mir, großer Gott, es sieht mir jeder an, wozu ich diese Gerte in dem Fall dann brauche. Wobei, einen Namen dafür hatte ich eigentlich damals nicht. Das fing alles an mit Ihrem damaligen Partner vor 10 Jahren. Da wussten Sie auch noch nicht ganz genau, dass diese Fesselspiele unter dem Begriff Sado, Maso laufen. Das war Ihre Variante, miteinander Sex zu haben. Genau. Das fand er nicht so toll und das war auch irgendwo dann Punkt, wo ihr euch getrennt habt. Sie haben das auch einige Zeit nicht ausgelebt. Ausleben war in dem Fall einfach nicht mehr drin und dann habe ich eine ganz lange Zeit im Endeffekt versucht, also auch wieder Partnerschaften zu finden, indem ich das tun kann, was sehr, sehr schwierig war. Und kam dann per Zufall auch wieder über einen Bekannten wiederum zur AIDS-Hilfe und dort tagte oder trafen sich im Endeffekt SMler. Also Leute, die es im Endeffekt ja, SM eben betreiben. Und ich sagte, das ist mein Ding und da möchte ich hin. Mhm. Und habe das dann auch in die Tat umgesetzt und bin bis heute eigentlich dort. Kommen wir mal zur Tat. Woher weiß der Gefesselte, der Geknebelte, woher wissen Sie respektive, dass Schluss sein muss? Bis hierhin und nicht weiter. Bis hier, ja, es wird im Endeffekt ein Codewort ausgemacht. Und es existiert im Endeffekt ein allgemeines Codewort, Mayday. Und das nuschelt man im Endeffekt auch noch durch einen Knebel zur Not, wenn es soweit wäre. Wobei man im Endeffekt versucht, rein gefühlsmäßig versucht, im Endeffekt die Sache irgendwo auf die Rolle zu kriegen, anhand der Reaktion von Beate jetzt in dem Fall. Und man kennt sich, es spielt unheimlich viel Vertrauen eine große Rolle. Und in dem Fall, man steigt nicht gleich von vornherein ein. Also wenn man jemand findet, der schon SM-Erfahrungen hat, ist es natürlich wesentlich einfacher im Umgang, wie bei einem im Endeffekt Neuling, Anfänger, wie auch aber immer. Aber ist nicht die Gefahr ungeheuer groß, dass man den Punkt nicht mehr erkennt und einfach noch mehr zuhaut, noch fester an den Schrauben dreht, noch eine Nadel setzt? Also ich möchte sagen, andersrum gefragt, wie viel brauchen Sie, um Ihren eigenen Lustgewinn zu haben? Ich ziehe den Lustgewinn aus meinem Partner, aus Beate, wie gesagt, mit wem, also mit wem ich dann spiele. Ja, aber genau. Je lauter sie schreit, umso besser ist es dann, oder? Es geht um die Reaktion. Es geht in dem Fall wirklich um die Reaktion. Es geht also sehr viel, es läuft sehr viel auf Kopfebene eigentlich ab, so zum Thema Kopforgasmus. Also wie gesagt, die Sexualität in dem Sinn ist eigentlich nicht vordergründig. Also das miteinander schlafen. Also das. Kopforgasmus? Ja. Klingt gut.
Die Grenzen haben wir eben schon angesprochen. Aber nochmal ins Praktische hinein. Wo ziehen Sie die persönlich für sich selbst? Würden Sie eher auf Ihren Kopforgasmus verzichten? Oder muss der in jedem Fall da sein? Egal, was mit der Partnerin geschieht. Der Kopforgasmus passiert im Laufe des Spiels. Und das ist eine Sache, die man einfach mehrmals hintereinander einfach praktizieren kann. Das läuft immer, also es ist nicht so wie beim normalen Orgasmus, wie gesagt, er ist rum. Ja, ich wollte gerade sagen, reicht das? Ich meine, ja, es würde ausreichen. Es steht absolut nicht im Vordergrund. Aber es gibt andere, die den richtigen brauchen, ne? Sie haben das nur auf eine andere Ebene verlagert. Nicht unbedingt. Also wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Also es ist auch nicht hinderlich, ne? Nein, es ist nicht hinderlich. Also bei Gott nicht. Sie brauchen die Partnerin, mit der Sie alles machen können, was Sie eigentlich wollen. Ja. Und vor allen Dingen, die auch zu verstehen gibt, was sie nun wirklich will. Und was sie wirklich will, darüber rede ich jetzt gleich mit Beate Sadomaso, ist mein Thema. Wir sehen uns bis gleich. Das war ich. Bevor ich 14 Pfund in nur 6 Wochen abgenommen habe. Mit SlimFast. Ist das gesund? Ja. Denn in jedem köstlichen Drink sind mehr Proteine als in 2 Eiern, mehr Kalzium als in diesem Frischkäse, mehr Ballaststoffe als in einem großen Müsli. Toll. Der Hunger ist weg, die Pfunde verschwinden und mein Körper bekommt alles, was fit macht. Mit SlimFast schaffen Sie das auch. Fangen Sie heute an. SlimFast. In einer Woche verlieren Sie die Pfunde. Melitta Kaffee Harmonie zu 100% aus naturmilden kolumbianischen Kaffeebohnen geröstet. Klingt ja ganz nett, aber eigentlich ist für Sie was anderes viel wichtiger. Dieser Kaffee, nämlich Melitta Harmonie. Wissen Sie, der ist so wunderbar mild, dass man bei diesem Genuss prima abschalten kann. Venenleiden. Millionen Menschen sind betroffen. Schwellungen, Stauungen, Schmerzen. Gegen ihr Venenleiden gibt es jetzt die Arzneicreme Sanaven. 2 venenaktive Wirkstoffe in Sanaven dringen tief in Haut und Gewebe. Sanaven kräftigt Vene und Gewebe, bekämpft Schwellungen und befreit von Schmerzen. Spürbar. Sanaven, die Venenarzneicreme. Nur in Apotheken. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Söhnlein brillant. Seine Brillanz liegt im Geschmack. Grüne Küche! Jetzt hat Gemüse ein neues Gesicht. Noch ganz jung, aber schon eine erwachsene Mahlzeit. Frisch geernteter Brokkoli, Mais und knackige Karotten mit herzhaftem Edamer. Außenstäbchen, innen Gemüse. Gemüsestäbchen. Jetzt neu. Grüne Küche! Die gesunde Kraft von 21 Zitronen steckt in jeder Flasche Sunkist Zitronensaft. Sunkist Zitronensaft. Ahoi, ich fahre sogar bis ins Nordmeer für feinen Seelachs. Naja, für meine Fischstäbchen natürlich. Goldrichtig, denn ich garantiere innen richtig feines Seelachsfilet. Außen jetzt besonders knusprig. Geben Sie Ihrer Mannschaft, was gut für Sie ist. Na denn los. Hurra! Captain Iglo Fischstäbchen. Mit Filetgarantie. Ich heiße Angélique Müller. Geborene Dubois. Und immer wenn ich Schlemmerjoghurt schlemme, fühle ich mich auch in Deutschland wie Gott in Frankreich. Alles Müller oder was? Ich heiße auch Müller. Und seit ich mit Angélique verheiratet bin, weiß ich, dass Liebe auch durch den Magen geht. Hey. Schlemmerjoghurt. Alles Müller oder was? Jede Zeit hat ihren Geschmack. Und mancher Geschmack passt jederzeit. Der große Geschmack aus Österreich. Original Stroh. Stress? TTFit Stress aktiv. Nur einmal täglich und fit für den ganzen Tag. Nur TTFit hat die maßgeschneiderte Lösung mit speziellen Vitaminen und Mineralstoffen. TTFit. Fit fürs Leben. TTFit. Das Vitaminprogramm. Heute Abend bei RTL. Um 20.15 Uhr der große TV-Roman Die Rache der Amy Fischer, die aus Liebe auf seine Ehefrau schoss. Es war so schön, von jemandem geliebt zu werden. Ich habe sie nie angefasst. Nach einer wahren Begebenheit. Und um 22.10 Uhr Stern TV. Die neuen Radarfallen, Laserpistolen. Aber die Ergebnisse sind ungenau.
Heute Abend der große TV-Roman und Stern-TV bei RTL. Sadomasochismus ist mein Thema. Beate, was war an Ihrem ersten Sadomaso-Erlebnis so, dass Sie dabei geblieben sind? Hatten Sie vorher normalen Sex und fanden es langweilig, dass Sie da dazugekommen sind? Ich bin von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch und ich hatte damals schon vor 2 Jahren was darüber gelesen oder gehört in den Medien und ich dachte, ich muss es einfach mal ausprobieren. Ich habe einen Partner gefunden dafür, der es mit mir ausprobiert hat. Und dieses erste Erlebnis war so grandios für mich, dass ich also wusste, das ist mein Ding. Also wir haben circa 8 Stunden haben wir uns miteinander beschäftigt, wo verschiedene Dinge abliefen. Und ich habe dabei Gefühle erlebt, Zustände erlebt, die habe ich vorher noch nie beim normalen Sex erfahren. Und das war so unheimlich grandios dabei. Ich muss jetzt schon ein bisschen mehr ins Detail gehen. Was hat denn diese Zustände hervorgerufen? Überwiegend einfach das Ausgeliefertsein, das Festgemachtsein, angekettet zu sein, verbundene Augen zu haben. Mhm. Allein das hat schon irgendwie so einen merkwürdigen Zustand bei mir hervorgerufen und dann noch entsprechende Musik dazu. Und dann einfach dieser Wechsel zwischen Schmerzreiz und Lustreiz, also das war schon überwältigend irgendwo. Geht man davon aus, dass Sex irgendwas mit Liebe zu tun haben sollte, wenn es denn schön ist? Hat Sadomaso irgendwas mit Liebe noch zu tun? Und wo ist sie da versteckt? Also ob Liebe unbedingt damit im Spiel sein muss, kann man eigentlich so nicht sagen. Ist es hinderlich? Nein, ist es auch nicht hinderlich. Ich denke, das ist wie in einer ganz normalen Beziehung auch. Wenn Leute One-Night-Stands haben, dann muss auch nicht unbedingt Liebe im Spiel sein. Und trotzdem kann es eine tolle Nacht gewesen sein. Dasselbe gibt es bei Sadomaso eben auch. Wie hart darf es zur Sache gehen? Ja, da darf schon alles vorkommen. Da darf schon richtig mit der Gerte zugeschlagen werden. Da kommt es auch schon mal vor, dass ich 14 Tage blaue Flecken habe. Wenn ich die dann später noch im Spiegel angucke, dann erinnere ich mich eben an diesen Abend nochmal. Es geht dann auch über Wachs, Eis, Nadeln, eigentlich alles, so die ganze Palette durch. Haben Sie irgendwann schon mal abgebrochen und gesagt, nein, Mayday, Mayday? Nein, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt waren meine Partner immer in der Lage, das an meinen körperlichen Reaktionen zu erkennen. Hätten Sie das als Schwäche empfunden, vorzeitig aufgegeben zu haben? Nein, glaube ich nicht. Ich meine, ich war noch nicht in der Situation, aber ich glaube nicht. Ich meine, überleg mir gerade, wie Sie zum Zahnarzt gehen. Sie brauchen ja gar keine Betäubung, ne? Um Gottes Willen, Zahnarzt ist das Schlimmste überhaupt. Vielleicht sollte man die Zahnärzte mal daran gewöhnen, dass ihre Leute an den Stühlen festbinden. Wo ist der Unterschied zwischen, ja, vielleicht, ja, wenn man sich, gibt es nicht einen in eurer Gruppe, der dann nur diese Klientel nimmt, da kann man das eine mit dem anderen verbinden, ne? Leider nicht. Wo machen Sie den Unterschied zwischen Schmerz und Schmerz, dieser Zahnarztschmerz und diese Reitgerte? Ja, es ist schwierig. Ich würde das gerne verstehen. Es ist einfach die ganze Situation, die damit zu tun hat. Mhm. Es ist schon die ganze Einleitung, der Partner an sich, die Optik von dem Partner. Beim Zahnarzt sind Sie auch ausgeliefert, ne? Irgendwo ist das ganz nah. Ja, natürlich, aber der hat mal einen weißen Kittel an und es ist ein Mensch, zu dem ich auch keine emotionale Beziehung habe. Außerdem macht das auf Krankenschein, ne? Das Vertrauen ist halt auch nicht so weitgehend da. Ja. Aha. Wissen eigentlich Freunde, wissen es Bekannte, weiß es die Familie, Erik? Explizit nicht. Also nicht im Sinne von, dass ich also jetzt rumgegangen bin, habe erzählt, ich bin Sadomasochist. Aber jetzt machen Sie es? Jetzt mache ich es, ja. Warum? Hier vor der Kamera? Ja. Ich meine, auf der einen Seite reden Sie nicht öffentlich drüber und auf der anderen Seite sind Sie jetzt bei mir und haben 3 Millionen. Ja, klar, sicher. Es ist im Endeffekt auch ein Entwicklungsprozess, mhm. inwieweit man zu seiner Sexualität mhm. im Endeffekt steht. Und es gibt genügend andere Gruppen, die sich auch geoutet haben, meinen Sie? Es gibt genügend andere Gruppen, die sich geoutet haben. Mhm. Und ich denke, ich möchte im Endeffekt, natürlich gehe ich ins Fernsehen oder gehe jetzt hier zu dieser Sendung und rede über meine Sexualität, aber ich möchte im Endeffekt als Person nicht über meine Sexualität definiert werden, mhm. sondern als Person, als Mensch. Mhm. Und ich denke, wer damit Probleme hat oder mit meiner Sexualität Probleme hat, das ist die eine Sache. Wer mit mir als Mensch Probleme hat, das ist die andere Sache. Mhm. Wissen es
Kollegen zum Beispiel? Ich meine, stell mir vor, im Sommer kommen sie mit irgendwelchen blauen Flecken hier an und so. Und ich meine, es kann nicht immer der Schrank gewesen sein. Ja, also ich handhabe so seit anderthalb Jahren, die Leute, die ich da neu kennenlerne, da verheimliche ich gar nichts. Meine alten Bekannten wissen es bis jetzt noch nicht. Man wird sehen, was draus wird. Aber ich stehe inzwischen zu dieser Sache, zu meiner Sexualität. Und es ist was ganz Normales. Es sind Leute wie du und ich und es sind nicht irgendwelche abgehobenen Geschichten, die da laufen. Herr Dr. Rose, inwieweit laufen zum Beispiel Erik und Beate Gefahr, den Kontakt zu sogenannten, Anführungszeichen, normalen Leuten zu verlieren? Ja? Weil man hält sich ja immer irgendwo bei Gleichgesinnten auch auf, mit denen man darüber reden kann im Zweifelsfall oder die einem verstehen besser. Ja? Liegt da eine Gefahr oder ist das nichts? Die Gefahr ist sicherlich vorhanden, aber ich denke, es ist in allen Gruppen vorhanden, die Gefahr, dass man sich abspaltet. Ich denke, je mehr sie dazu stehen, auch jetzt in so einem Rahmen, desto weniger und desto geringer ist das Risiko, dass es zu einer richtig gefährlichen, krankhaften Entwicklung kommt. Ihre Vater hat irgendwann mal gesagt, draußen vor der Tür stehen wieder die Kettenrasler. Ja, genau. Der lacht dort drüber oder weiß es gar nicht so einzuschätzen, was das überhaupt ist? Ich habe mit ihm in keinster Weise drüber geredet. Ich denke, dass er vielleicht irgendwas gesehen, irgendwas gehört hat, irgendwelches Equipment bei mir in der Wohnung gesehen hat, was ihn darauf schließen lässt, dass eben die Ketten rasseln, was natürlich auch passieren kann. Danke Ihnen erstmal. Jörg Banzai habe ich eingeladen. Er liebt devote Frauen, die er quält, so wie sie sich das einfach wünschen. Nur haben wir mittlerweile schon gelernt, wer der Dominus und der Aktive ist und was das andere devot ist. Das heißt, Sie sind der Aktive, die Frauen sind devot, die wünschen sich, von Ihnen gequält zu werden. Sie machen das. Wie sind Sie eigentlich in diese Szene reingekommen? Das ist ja nicht so, wie man in den Botanischen Garten geht, ne? Naja, es war halt fast so. Also es gab ein Stammcafé, in dem einige Leute der Hamburger Szene saßen und dort ihre Redaktionssitzung abhielten. Die machen nämlich eine Zeitung, die Schlagzeilen. Und die fand ich immer sehr skurril, weil die immer in Schwarz rumliefen und in Leder. Und das fand ich irgendwie abartig und seltsam. Und dann schauten die sich noch öffentlich Fotos an mit nackten Körpern. Das fand ich irgendwie sehr merkwürdig. Und zum anderen hatte ich eine Freundin, die ihre Selbstbestätigung darüber definierte, dass ich sie gut und toll fand. Also die nicht aus sich selbst heraus existieren wollte oder mochte, aber im Zusammenhang mit mir eben davon abhängig war, dass ich sage, du bist stark, du bist schön, ich liebe dich. Also Sie sind der Wünscheerfüller quasi dann geworden, oder? Also man kann nicht bei mir einen 10-Markschein reinwerfen und kommt was raus oder so. So funktioniert das nicht, sondern was mich interessiert ist, wenn jemand mit einer konkreten Vorstellung kommt, also eine Frau mit konkreten Vorstellungen zu mir kommt und ich habe Gelegenheit, sie mir anzugucken, entweder auf Partys oder wie auch immer das nun stattfindet. Das wollte ich fragen. Wie ob ich dann Sie überhaupt ein Interesse zu erkennen, habe, ja, dass Sie der Mensch sind, der das tut mit Ihnen, wenn Sie es denn wollen? Wie geht das? Also legen Sie Ihre Visitenkarte raus? Also wenn ich so rumlaufe, ist das für viele doch recht eindeutig. Und so gehe ich natürlich auch gelegentlich. Ich meine, Hamburg ist ja nun eine Weltstadt, also da fällt das nicht weiter auf. Spazieren, ich habe dann keine Gerte dabei, weil ich sicherlich nicht beim ersten Treffen in der Kneipe zuhauen werde. Das ist sehr ungewöhnlich sozusagen, aber so das Outfit. Die anderen machen das alle in Schwarz und Sie gehen hier so im englischen Tuch? Also Tweed habe ich sowieso fast immer an, schon vom Berufswegen, dass ich meine Reithose anhabe und dann die Stiefel, wenn ich mich halt gut fühle. Sieht aus wie wenn Charles zu Camilla reitet, ne, irgendwie so. Mit diesen englischen Stiefeln. Also daran kann man es festmachen, schön. Aber dann geben Ihnen die Frauen, die sprechen Sie ja nicht beim Bier an und sagen, mach mal, sondern wie läuft der Kontakt? Wie wird das signalisiert? Wie wird gesagt, was ich möchte? Sie haben ja auch keine Speisekarte. Ja, das ist eben auch sehr kompliziert zu beantworten, weil es ja immer sehr vielfältig ist. Sexualität ist nun mal eine ganz individuelle Sache. Es gibt die Form der Kontaktanzeige natürlich. Also devote Frau sucht oder masochistische Frau sucht Liebe-Einführung in die SM-Szene Hamburg. Daraufhin habe ich geantwortet, habe ihr was geschrieben. Und sie und hat wie geht das in der Kneipe? Überhaupt nicht. Ich habe noch niemanden in der Kneipe kennengelernt. Wie oft ungefähr im Monat sind Sie da zugange? Es hängt davon ab, was für ein Spiel man spielt. Also das ist sehr unterschiedlich. Und jetzt habe ich schon seit längerer Zeit, also in diesem Jahr hatte ich eine Affäre. Und ansonsten bin ich ja auch monogam. Also wenn ich eine Frau habe, mit der ich mich zweimal die Woche treffe, das ist ja auch alles zeitintensiv und kostet und ist also gedanklich, muss man so viel bewältigen und machen, das kann man sich gar nicht so als Laie, sage ich mal, vorstellen. Jemand will ein bestimmtes Setting haben, jemand will zum Beispiel eine Verhörsituation haben. Da muss man sich überlegen, wie arrangiere ich das?
Wann ist der richtige Zeitpunkt? Sonntags haben die Gerichte geschlossen, kann man doch den irgendwie. Naja, man muss natürlich nicht dahin laufen. Manche Leute wollen auch eine Situation haben, die sie gar nicht verbal einem vorher erklärt haben. Also eine Affäre kam zu spät zu Verabredungen, kam dreimal zu spät und ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn jemand zu spät kommt, also auch sonst nicht. Ne? Und dann sage ich zu ihr, sag mal, Mädel, warum machst du das denn? Das ist doch irgendwie nicht korrekt, dass du eine Viertelstunde zu spät kommst. Und nach langem Insistieren kam dann raus, sie hoffte, dass ich ihr in der Tür schon eine scheure. Ganz banales Beispiel, sehr häufig auch vertreten bei Frauen. Ah ja. Also der Wunsch, gegen den eigenen Willen sozusagen überrumpelt zu werden, selbstverständlich vom Richtigen, selbstverständlich in Erfüllung der gesamten Schönheit, die Fantasie einem vorgaukelt. In der Realität ist das ja nicht immer so schön. Es gibt ja auch sicherlich Missgriffe. Mhm. Worin unterscheiden Sie sich von anderen? Also äußerlich sowieso, wenn Sie zu unseren Partys gehen. Das ist schon klar, das haben wir schon gesehen. Leder und so. Fantasie, haben Sie eine andere als zum Beispiel hier in dieser Ecke? Ist es subtiler? Also ich verkenne jetzt, ist es gemeiner? Das kann ich nicht sagen. Was geht nicht über die Fantasie? Wie viel Fantasie nehmen Sie von den anderen? Alles. Also Sie sind eigentlich... Also ich habe keine eigenen Fantasien. Das heißt, Sie sind also doch ein Wünscheerfüller. Braucht man eigentlich für diese Geschichte ein besonderes Verhältnis zum anderen Geschlecht, Dr. Rose? Nicht unbedingt, weil man muss vielleicht auch wissen, grundsätzlich ist Sadomasochismus etwas, was sich nicht nur auf Mann-Frau-Verhältnis allein bezieht. Es ist recht häufig in homosexuellen Kreisen. Und das ist mir vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, wir reden ja über Sadomasochismus und er ist jemand im Bereich Sadomasochismus. Ein echter Sadist würde so nicht reden, weil da ist eine ganz andere Lust dabei, die er nicht hat, weil, wie Sie es richtig sagen, Wünscheerfüller, er hat ein ganz anderes Gefühl noch dafür, zwar rein sexuell und nicht sehr persönlich, aber er ist kein absoluter Sadist, der wirklich nur Lust hat, wenn der andere total leidet. Die Grenze wird nicht überschritten. Jörg, wann haben Sie Ihren Kopforgasmus oder haben Sie einen anderen? Also ich kenne das Wort eigentlich für mich nicht. Ich habe einen ganz normalen biologischen. Andere. Ach so, ja. Damit hat sich's dann erledigt. Also das ist das Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte muss auch für Sie aufgehen. Ja. Natürlich. Gut. Es gibt verschiedene Formen, zu diesem Höhepunkt zu kommen. Eine, die Sie anwenden, ist der psychische Druck, den Sie ausüben. Woher wollen Sie die Psyche der Frau kennen? Ich sage mal folgendes Beispiel. Sie lernen eine devote Frau kennen, die irgendwann einmal missbraucht worden ist. Nun bringen Sie vielleicht im Zweifelsfall in Unkenntnis diese Frau mit dieser unverarbeiteten Geschichte wieder in Kontakt. Wie klammern Sie das aus? Sie haben, vorhin ist das gute Wort Vertrauen gefallen. Wie schaffen Sie dieses Vertrauen? Was erfahren Sie über die Frau? Woher wissen Sie, wie weit Sie da gehen können, um keine großen Abstürze zu riskieren? Oder ist Ihnen das egal? Also grundsätzlich ist es so, dass, ich kann ja nur für mich reden, wie die anderen das treiben, weiß ich jetzt nicht so genau, aber grundsätzlich ist die Kommunikation das tragende Element. Das heißt, wenn ich mich mit jemandem treffe, in der Kneipe oder bei mir zu Hause, gibt es Gespräche. Das kann ein kurzes Gespräch sein, sagen wir 2 Stunden, 3 Stunden, es kann ein längeres Gespräch sein. Was erfahren Sie in dem Gespräch? Ich erfahre zum Beispiel, ob jemand in der Lage ist, über seine Sexualität zu sprechen. Ich erfahre viel über Fantasien, wenn Bereitschaft da ist, Fantasien zu erzählen. Ich erfahre, dass jemand nicht bereit ist, über Fantasien zu reden. Ich erfahre unter Umständen auch etwas über sexuellen Missbrauch, wenn Bereitschaft da ist, das zu erzählen. Und ich merke halt, wo jemand Haken und Ösen hat, wo er nicht so richtig rausspielt mit der Sprache. Und das ist natürlich dann zu respektieren. Das heißt, eine solche Situation, in der ich unbeabsichtigt an etwas rühre, von solcher Tragweite, ist mir persönlich noch nicht passiert, weil man mir vorher gesagt hat, das und das ist in meiner Geschichte passiert. Und dann kann ich das entweder als Spiel, in Anführungszeichen, das müsste man näher erklären, einbauen, natürlich. Aber ich lasse die Finger davon, weil das natürlich eine sehr gefährliche Sache ist und im Grunde genommen ein unverarbeiteter Missbrauch unbedingt, also einem Therapeuten vorbehalten sein sollte. Solange diese Barriere der Gewalterfahrung durch den Stiefvater quasi zwischen mir und der Sexualität zu einer Frau steht, also ich weiß es deshalb, weil ich das gerade vor 2 Wochen jemandem gesagt habe, lehne ich persönlich jede SM-Aktion eigentlich ab. Jörg, Sie fotografieren auch Leute, die Sadomaso praktizieren. Ist das eine andere Form, die Neigung auszuleben?
Also klar ist, dass ich offensichtlich wohl auch einen stark voyeuristischen Charakter habe. Mhm. Also ich schaue gerne zu, was beim Fotografieren leider nicht möglich ist, weil ich arbeiten muss. Also ich muss sehen, stimmt die Belichtung, ist das Setting richtig und so. Fotografieren heißt ja in dem Fall, Leute kommen in mein Schlafzimmer oder ich gehe in deren Schlafzimmer oder wir suchen uns eine sogenannte Location aus. Dann sind Sie auch nur der Fotograf. Und ich bin nur der Fotograf, mhm, und arrangiere nichts, mhm, sondern lasse sie machen. In keiner Weise deswegen sind beteiligt. Die Fotos eigentlich, mhm, dokumentarische Fotos, die ich mache. Könnten Sie eigentlich auch mit einer dominanten Frau auskommen? Was würde passieren, wenn Sie plötzlich auf eine Dominante stoßen? Also das passiert ja gelegentlich. Umdrehung des Spieles? Ich gebe zu, zweifelsfrei habe ich das Bedürfnis, mich unterzuordnen, gelegentlich einer starken Frau. Es gibt viele starke Frauen, also das ist auch sehr interessant. Sie haben Ihre Meisterin noch nicht gefunden? Aber es ist kein sexuell motiviertes Verlangen. Mhm. Sondern es ist einfach, wie viele Frauen das auch haben, an der starken Schulter sich mal ausweinen und der Last, mhm, des Alltags und mhm, so weiter und so weiter. Also, mhm, was jede kennt. Mona von Kamp habe ich eingeladen. Sie betreibt ein Domina-Studio. Ich wollte vorhin sagen, Ihre Kunden kommen. Sie sagt, meine Gäste kommen mal aus ganz Deutschland. Ja. Ja. Aber Gäste kassiert man doch eigentlich nicht ab. Von Gästen verlangt man doch kein Geld. Stell dir mal vor, wenn ich für meine Gäste was koche, und die sollen mich anschließend auch noch bezahlen. Wieso sahen Sie Gäste? Das sind Gäste. Okay, sie geben mir irgendwie eine gewisse Summe. Dafür sind die bei mir eben gut aufgehoben. Ich habe einen hohen Unkostenapparat und es geht nicht ganz ohne, mhm, Geld. Wenn ich jetzt natürlich total reich wäre, würde ich die auch so behandeln. Dieser Beruf, ja, wie viel Berufung muss das sein? Gab es da irgendwelche Anlagen, schon sehr früh in diese Richtung zu gehen, Domina zu sein? Sie sagen ja auch von sich, Sie sind Sadistin. Ja, Sadistin. Domina nicht, nur Sadistin. Domina. Sie sind richtig böse? Nein, wieso? Ja, was ist denn eine Sadistin? Was ist sadistisch? Ja, schwer zu sagen. Es macht mir Freude, jemanden zu quälen. Ich ergötze mich an dem Schmerz anderer Leute. Geht das über das Berufliche hinaus? Sicher. Und das war immer schon so? Das war schon immer so. In der Schule auch? Sie waren die mit der Stecknadel irgendwo an der Seite? Nee, überhaupt keine Stecknadel. Das fängt irgendwie mit gewissen Spielchen an, mit Worten. Man kann mit Worten jemanden sehr, sehr verletzen. Wann war Ihnen klar, dass das in diese Richtung gehen müsste, dass Sie das irgendwo ausleben müssen? Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis, wo Sie auch in Kontakt kamen zu der Szene? Das war so ungefähr 1969 oder 1970. Es gab keine Szene damals. Mhm. Ich habe irgendwelche Leute kennengelernt, die haben mich angesprochen. Und so fing das eben halt an. Wer war das? Was wollten die? Was wollten die mit Ihnen? Was wollten die mit mir? Die waren eben halt masomäßig drauf und wollten von mir gequält werden. Fragen Sie da eigentlich ab und zu einmal nach und sagen, warum wollen Sie das eigentlich? Fragen Sie warum? Nee, wieso? Ich frage ja auch nicht Therese Müller, warum sie Blümchensex macht. Ach doch, vielleicht würdest du sagen, das macht ihr Spaß. Ja, den Leuten macht's auch Spaß. Wo kauft ihr eigentlich dieses ganze Zeug? Da muss man in den Baumarkt gehen, ne? Also Ketten, Hammer, Nägel, ja, und all so dieses, ja. Baumarkt, Hundezubehör, aha, Tiersupermärkte. Aha. Sexshops, um die auch noch zu nennen. Mona, wo kaufen Sie all das, was Sie brauchen? Das fängt an in der Küchenabteilung, irgendwo im Kaufhof. Das spielt überhaupt keine Rolle. Man muss sich nur irgendwelche Gedanken machen. Was kann ich zum Beispiel damit machen? Ne? Egal, eine Reibe oder so. Kartoffelpuffer fällt mir da automatisch ein. Ja. Ganz, mhm, egal. Man kann an für sich alles verwenden. Man braucht überhaupt nicht einen Sexshop, um irgendwie. Ja, das ist ja langweiliges Zeug, was da rumliegt, denke ich mal. Ne? Man braucht auch, sehe ich auch so. Mhm. Man braucht auch kein Studio, um überhaupt SM machen zu können. Das kann man überall machen. Ohne irgendwelche Utensilien. Hm. Hm. Ja. Die Kunden, die nun kommen, und ich stelle mir das Kettengerassel nun vor und all so dieses und Nadeln und das und Gäste. Hin und her und wie lange? Gäste, gut, so. Ich meine, nun kommt mal einer mit einem Herzschrittmacher, wenn Sie Probleme kriegen irgendwann. Wie schließen Sie diese Risiken aus, die da auf Sie zukommen könnten und auf ihn auch? Ich rede vorher mit denen, mhm, ausführlich, Vorgespräche, mhm, und so. Mhm. Und versuchen Sie mal eine Typisierung, ohne Namen zu nennen natürlich, der, mhm, Männer, die da zu Ihnen kommen. Wie muss ich mir die vorstellen? Wen können wir hier nehmen? Ihn, ihn oder ihn.
Ist egal. Es fängt vom kleinen Bauarbeiter an bis höher. Und wie viele wollen wirklich so bis das Blut spritzt? Gibt es die auch? Oder sind das irre? Gibt es natürlich auch, aber... Machen Sie nicht mit? Doch, sicher. Einmal im Monat eventuell. Muss man die ganze Wohnung anschließen, die mal renovieren, kann eigentlich. Alles abwaschen. Mona, jetzt mal anderes Beispiel. Sie sehen am Abend vorher in den Nachrichten einen Manager, der gerade jetzt eben einen Riesenstreik, zu einem Riesenstreik spricht. Er hat 20.000, 30.000 Menschen unter sich und er ist ein Machtmensch. So. Der kommt irgendwann und ist ihr Gast und kriecht da vor ihnen rum und sie hauen ihm eins über und machen mit Wachsen, mit allem, was dazugehört. So. Was denken Sie in dem Moment über den? Sehen Sie dann den Manager? Sehen Sie dann den, der dort vorne Gast ist, Kunde ist? Was ist dann in dem Moment? Was denken Sie, warum er kommt? Oder ich meine, die kommen ja. Warum kommen die? Was wissen Sie davon? Was wollen die wirklich? Die brauchen einen gewissen Ausgleich. Und er ist kein Manager in dem Moment, er ist nur ein Mensch, der Hilfe braucht von mir. Aha. Und das ist total wichtig. Er, der die Macht ausüben muss an der Spitze eines Unternehmens, will plötzlich, der herrscht, will beherrscht werden? Ja. Er, der den Druck auf die anderen macht, braucht Druck von Ihnen? Ja. Jeder braucht Druck. Wie viel wissen eigentlich die Frauen dieser Männer, die zu Ihnen kommen? Ungefähr 10% wissen ein bisschen. Kommen auch Frauen zu Ihnen? Ja. Was ist mit denen anders, bei denen anders? Was wollen? Als bei den Männern? Ja. Haben die andere Gründe zu kommen? Nee. Es geht nur um profanen Lustgewinn, egal in welcher Art und Weise. Das ist ein Teil von deren Leben und sie möchten das gerne ausleben. Und deswegen ist es kein profaner Lustgewinn. Aber Lust gehört doch zum Leben, ist dann nicht so schlimm. Schon, aber ich glaube, Sie verstehen die ganze Sachlage nicht. Erklären Sie es mir doch mal, dass ich es verstehe. Nee, das kann ich nicht erklären. SM ist eine Welt für sich. Mhm. Die ist ganz vielschichtig. Es gibt, was weiß ich, tausende von Möglichkeiten, das auszuleben. Und das ist nicht mit ein paar Sätzen gesagt. Aber vielleicht erfahre ich es ja vom nächsten Gast. Das ist Thomas Bartels. Der hat seine ersten Sadomaso-Erfahrungen bei Dominas gemacht. Der hat Positives wie Negatives erlebt. Er war vorher der devote Typ, er ist heute der aktive Typ, ein sogenannter Switcher, so viel weiß ich mittlerweile dann schon, wenn ich auch nicht alles weiß, und der aus dem Grund beide Seiten beleuchten kann. Und ich freue mich aufs Gespräch mit Ihnen. Sadomaso ist mein Thema heute. Wir sehen uns bis gleich. Gegen den Husten ist ein Kraut gewachsen. Bronchikum Hustenmedizin mit heilsamen Pflanzenkräften. Bronchikum. Gegen den Husten ist ein Kraut gewachsen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ein Haushaltsreiniger gegen Sufix Supra mit Supra-Schmutzlöser. Ein Spritzer genügt. Links oberflächlich sauber mit Sufix Supra streifenfreier Glanz. Der Beweis? Hosenboden sauber. Sufix Supra. Supra glänzend, weil Supra sauber. Natürlich habe ich in meinem Alter noch nichts verlernt. Dafür braucht man nur ein starkes Herz, einen aktiven Kreislauf und gute Nerven. Yay! Täglich BioVital, denn Sie stehen mitten im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wir von Balsen wissen, wer zu uns kommt, sucht Genuss ohnegleichen. Ofenfrische Knusperwaffeln, zarte Schokolade. Die teilt man nur ungern. Ohne Gleichen. Feiner backt's keiner. Balsen. Was empfindet knuspriges Baguette bei Milram Frühlingsquark? Der echte Frühlingsquark von Milram. Das schmeckt man. Raue Oberflächen und Wasser machen meine Haut rot, rissig, aufgesprungen, wie bei dieser Statue. Dann hilft ein Kamillenbad oder mein neuer Handbalsam von Camille. Mit Provitamin B5 zur Förderung der Regeneration und mit heilender Kamille. Nur gesunde Haut ist so geschmeidig. Es wirkt Camille, es pflegt mit Provitamin. Mmh.
Fleisch bietet Eiweiß. Aufstehen, Paris wartet. Nicht auf mich, ich hab Schnupfen, Husten und so einen Kopf. Und das am Hochzeitstag, ich bleib hier und nehm irgendwas gegen Erkältung. Nicht irgendwas, nimm McDaymate. Und das allein hilft gegen alles? Sogar gegen vermasselte Hochzeitstage. Wenn Sie etwas Besseres vorhaben als eine Erkältung, Vicdamate, die Erkältungsmedizin für den Tag gegen Husten, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen. Jetzt doch als Kapsel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Morgen, Küsschen. Jeden Morgen ist es da. Dieses pelzige, abgestandene Gefühl im Mund. Dagegen hilft Odol Mundwasser. Es macht aus Muffelatem frische Atem. Denn Odol Mundwasser wird bis tief in den Rachen und gibt Morgenfrische für den Tag. Odol Mundwasser. Sympathische Frische, soweit der Atem reicht. Odol Mundwasser. Auch als Mundspray. Oh, Fruchtzwergetrink? Der neue Fruchtzwergetrink. Denn Ihr Kind hat noch viel vor. Persil Mega Perls. Perlen statt Pulver. Bei Wagner in Frankfurt. Wenn's bei uns so richtig brummt, dann kommt mein Sohn schon mal ins Schleudern. Und bei solchen Flecken war mein Pulver oft zu schlapp. Deshalb musste ich die Perlen probieren. Persil Mega Perls wäscht mit viel Kraft mehr als Flecken raus. Bringt perfekte Reinheit. Die Perle habe es geschafft. Strahlend weiß. Sauber, Stöpfchen. Persil Mega Perls. Perlen für perfekte Reinheit. Buko Frischkäse. Sahnig mild und nordisch frisch. Für manche ist das ja ein Glücksspiel. Für mich ist es genau wie mit echtem Spitzenkaffee. Zuerst braucht man die richtigen Zutaten und dann muss man natürlich die richtige Auslese treffen. Und bloß nichts anmerken lassen. Ganz still genießen. Aber das Wichtigste, wie bei der Melitta Auslese, die Mischung macht's. Melitta macht Kaffee zum Genuss. Eden Sahn ist da. Ein neues Sortiment wohlschmeckender Produkte auf natürlicher Basis. Eden Sahn gibt Ihnen genug Vitamine und Mineralstoffe für den Tag. Eden Sahn, konzentrierte Natur für Ihre Gesundheit. Jetzt neu, nur in Apotheken. Fast 1200 Banküberfälle passierten bei uns im vorletzten Jahr. Die Täter erbeuteten rund 40 Millionen Mark. Um die Opfer kümmert sich keiner. Wir haben Sie eingeladen heute zu Hans Meiser. Die erfolgreichste Arztromanreihe, die jemals in deutscher Sprache erschienen ist. Jetzt auch im Fernsehen. Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Bei RTL. Lassen Sie sich vom Schicksal dieses engagierten und sympathischen Arztes ergreifen. Meine Frau kam bei einem tragischen Unfall ums Leben. Jetzt will ich hier in München ganz neu anfangen. Wird es ein neues Glück für ihn geben? Sigmar Solbach ist Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Ab 2. März neu bei RTL. Sadomaso ist mein Thema heute. Thomas Bartels hat seine ersten Erfahrungen bei Dominas gemacht. So was wie Mona? Vielleicht nicht ganz so hart wie Mona, aber es ging auch in die Richtung. Und ich habe dann für mich ausprobiert, welche Richtung die richtige für mich ist. Ich glaube, du wärst mir ein bisschen zu hart. Die erste war auch hart, nicht? Die erste war auch hart und war sehr streng. Und ich hatte damals so das Gefühl, Mensch, das ist überhaupt nicht deine Welt. Und habe dann mich gefragt, Mensch, bist du richtig im Kopf? Ist das okay? Ist das normal, was du dort durchlebst? Und war dann einige Jahre auch weg davon und konnte dann aber nicht, und das deckt sich mit euren Erfahrungen, diesem Antrieb widerstehen, diesem inneren Antrieb, und habe es dann wieder probiert und nochmal. Und dann hat sich langsam der Weg abgezeichnet. Was hat bei der zweiten dann gestimmt? Was war da anders? Was muss stimmen, damit es nicht einfach nur dieses Hinnehmen und Austeilen ist? Es muss die Chemie zwischeneinander stimmen. Man muss merken, die Partnerin oder der Partner entwickelt Vertrauen, weiß, was man gerne möchte. Gut, man spricht natürlich vorher darüber, was soll man machen, aber man merkt, ob der Partner oder die Partnerin auf einen eingeht, weiß, was man möchte, und auch dieses Gefühl dafür entwickelt, was kommt an, was kommt nicht an, was ist zu viel. Und bei mir haben sich dann
die Fantasien wieder herauskristallisiert, die sich eben auch schon im Kindesalter, ohne dass ich das bewusst jemals gemerkt hätte oder mit SM in Verbindung gebracht hätte. Das waren halt Fetischfantasien, vor allem auf Kleidung bezogen, wo ich dann merkte, das interessiert mich in irgendeiner Form, erregt mich vielleicht auch. Und dann kam auch dazu das Empfinden, dass die Unterwerfung eigentlich was ungeheuer Positives ist und eben alles andere als Schwäche bedeutet, sondern eine große Stärke erfordert, sich jemandem völlig in die Hand zu geben und etwas mit sich machen zu lassen und darauf überhaupt keinen Einfluss zu haben. Da muss man doch eine große Schwelle überwinden, eine große Schwellenangst vielleicht auch. Aber wenn man dann merkt, der Partner, die Domina, die weiß, bis wohin sie gehen kann und ist da einfühlsam und findet den richtigen Weg, dann macht das halt auch großen Spaß. Wenn man das Gefühl hat, nein, das klappt nicht, die gibt sich eigentlich vielleicht nicht so die rechte Mühe, auf dich einzugehen oder hat privat vielleicht auch viel ganz andere Vorlieben, mag es vielleicht ein bisschen härter und kann das nicht ausleben, dann stimmt eben diese Chemie nicht und dann ist der Spaß für beide auch nicht, überhaupt nicht da. Mhm. Wie wird sowas eigentlich abgerechnet, frage ich mich. Geht das nach Worten? Geht das nach Schlägen? Geht das auf die Uhr? Geht das als Pauschale? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaube, wenn es nach Schlägen ginge, dann wären die meisten Gäste ziemlich arm oder pleite inzwischen. Also die zählen nicht in Mark 50, 3, 4 Mark 50, 6 Mark oder so. Es gibt vorher das Gespräch mit Domina und dann wird besprochen, wie lange soll es dauern, was soll gemacht werden und danach richtet sich der Preis. Es gibt auch da verschiedene Preisklassen. Hängen aber nicht an der Tür, wo man danach aussuchen kann, was man jetzt gern möchte. Man weiß genau, was man möchte. Man muss wissen, und wenn man Glück hat, dann hat man jemanden, der das mit einem sehr gut macht, damit beide etwas davon haben. Man muss wissen, was man möchte, wenn man das nicht weiß. Und ich weiß, wohin die Reise dann geht. Dann wird man auch nicht an das Ziel kommen, was man eigentlich verfolgt. Und dann ist es am Ende unbefriedigend. Sie waren am Anfang, wie gesagt, bei diesen Dominas mit ihren positiven, negativen Erfahrungen. Wie wichtig war es für Sie damals? Sie leben Ihre Sadomaso-Geschichten heute in der Partnerschaft, da komme ich noch dazu. Aber wie wichtig war es Ihnen damals, dass es eine fremde Person ist, die das mit Ihnen macht? Na, das war vielleicht mehr aus der Not geboren und da geht es wahrscheinlich oder ging es mir nicht anders als den meisten anderen Männern, die Domina-Studios besuchen, die können diese Sexualität nicht ausleben, weil sie sich vielleicht nicht trauen, darüber zu sprechen oder ihre Wünsche zu äußern. Oder die Partnerin ist aus welchen Gründen auch immer nicht bereit, darauf einzugehen. Dann geht man halt zu einer Domina. Es ist eine tolle Sache, dass es das überhaupt gibt. Ich glaube, die erfüllen, auch das klang bei Mona an, eine therapeutische Funktion, die weit über den Sex hinausgeht. Bei mir ging das in die Richtung, ich habe eben gelernt, dadurch selbstbewusst zu werden, meine Sexualität bewusst auszuleben und auch darüber zu sprechen. Wie kam es dann zu dem Wechsel von Devot zu Dominanz? Was ist da mit Ihnen passiert? Hat Ihnen diese Zeit mit der Domina so viel Selbstbewusstsein gegeben, dass Sie plötzlich ins andere Lager konnten? Denn ich meine, man kann ja nun nicht plötzlich von heute von lesbisch auf schwul umschalten und umgekehrt und von hetero nach da. Was ist mit Ihnen passiert? Ich glaube, dass man das nicht vergleichen kann miteinander. Also ich habe durch meine Partnerin... Aber es ist eine andere Form von Lustempfinden dann plötzlich. Von Geben und Nehmen. Nein, es bezieht sich immer wieder auf diesen Machtfaktor. Ich habe dann in der Beziehung, die ich lebe, gemerkt, als meine Partnerin sich wünschte, auch mal die passive Rolle zu spielen, dass es mir auch Spaß macht, eben nicht nur mich auszuliefern, sondern auch selber die Macht zu empfinden und habe das als sehr anregend empfunden und das gibt mir eben dann zuweilen auch den Kick. Ich möchte nicht auf den devoten Teil verzichten, das muss immer wieder auch mal dabei sein, aber ich finde auch den aktiven Teil sehr schön, das macht mir auch eine Menge Spaß, da derjenige zu sein, der das Sagen hat und zu sehen, wie meine Partnerin in der ausgelieferten Lage sich, also da ihre Lust gewinnt oder eben diesen Kopforgasmus auch bekommt. Da ist der biologische Orgasmus beispielsweise nicht immer so wichtig, manchmal überhaupt nicht, anders als bei Männern. Ich fange langsam an zu verstehen, es geht um Macht, es geht um Kopforgasmen, es geht um Gefühle, es geht um Therapien, es geht um... Es geht gar nicht um das profane Sexleben, was so Otto Normalverbraucher hier lebt.
Das Wort das heißt, Berufsfahren, das finde ich in dem Zusammenhang. Das heißt, ihr erlebt hier alle was, was 98% aller anderen Bundesbürger nicht erleben dürfen? Oder vielleicht auch nicht erleben wollen, weil sie vielleicht auch nicht bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen ist es gut, dass in den vergangenen Jahren darüber viel stärker in der Öffentlichkeit und auch in den Medien darüber gesprochen wird, um dieses Bewusstsein mal verständlich zu machen. Wir wollen, glaube ich, nicht unbedingt alle davon überzeugen, Sadomasochisten zu werden. Aber es ist wichtig, mal zu erklären, was passiert dort, warum passiert es und zu sagen, das ist eine Form von Sex und oder nur Lust, wenn kein körperlicher Sex dabei ist, wie eben der sogenannte Blümchensex, den ich im Übrigen auch immer noch sehr schön finde. Das kommt vor? Das kommt ist es nicht langweilig dann in dem Moment? Nein, überhaupt nicht, weil man die Zuneigung natürlich weiterhin auch als was sehr Schönes empfindet. Und die kommt übrigens auch bei Sadomaso-Spielen sehr stark rüber. Ich halte es für sehr wichtig, dass auch Liebe dabei ist, weil man dann vielleicht noch viel stärker das Empfinden für den Partner oder die Partnerin hat. Aber da gibt es, glaube ich, auch so viele Meinungen, wie es Beziehungen gibt. Es wird gekuschelt? Es wird auch mal gekuschelt. Man muss ja auch mal ausruhen. Man muss nach dem Ausholen auch mal trösten oder vielleicht auch mal belohnen und sagen, toll, hast heute eine Menge ausgehalten, bin stolz auf dich. Also die Belobigung, die kommt da auch schon mit rein. So ist nicht. Thomas, in Ihrer Familie leben drei Kinder. Ich nehme an, dass Sadomaso noch nicht zum Aufklärungsunterricht gehört. Wo sind die Kinder, wenn sie, muss ich einfach mal fragen. Die Kinder schlafen, also die werden damit so in dieser Form noch nicht konfrontiert. Sie lassen Ihre Kinder erstmal daraus so lange, bis sie es verstehen könnten, um dann im Zweifelsfall damit unkompliziert umzugehen. Das ist ja das, was Sie auch wollen. Also die Kinder wissen, dass bei uns auch eine Gerte rumliegt und denken dabei nichts Böses oder Negatives. Das sollen sie auch nicht, weil es nichts Böses oder Negatives ist. Die werden damit groß werden und wir werden darüber auch, wenn wir uns in 10 Jahren diese Talkshow mal angucken, wieder zu Hause sicherlich auch darüber reden, natürlich. Mhm. Danke Ihnen ganz herzlich. Herr Dr. Rose, wann würden Sie sagen, ist Sadomaso krankhaft oder kann krankhaft sein? Wo würden Sie sagen, sind die Gefahren? Wann wird es gefährlich für jede Ecke der Partnerschaft? Oder ist das völlig... Doch, den Unterschied muss man in jedem Fall erkennen. Ich denke, wichtig ist, und wir haben es ja gehört, dass da immer Beziehungen da sind. Je anonymer das Ganze wird, je austauschbarer, desto gefährlicher. Die Folge ist dann häufig, dass es zu einer richtigen Suchtentwicklung kommt. Die Befriedigung lässt nach, es muss alles raffinierter sein, die Praktik wird immer subtiler und die Anzahl wird immer größer. Die wirkliche Befriedigung reicht nicht mehr aus. Und dann kommt wirklich auch das Element der Selbstzerstörung dazu. Das geflügelte Wort, der Sklave ist der Herr. Stimmt. Ja, stimmt? Ich als passiver Teil stecke den Rahmen ab, in dem er sich bewegt. Ich sage bis dahin und nicht weiter. Und ich sage, dieses Feld hast du, da kannst du machen, was du willst, aber nicht drüber hinaus. Insofern bestimme ich schon, was er zu tun hat. Also hat der Herr nichts davon, außer der Sklave hat's? Jörg? Das ist halt bei uns allen immer sehr unterschiedlich. Mein Lustgewinn besteht darin, dass eine Frau aus meiner Wohnung geht und sagt, das war klasse. Also ich bin so. Ich finde das geil, wenn Frauen bei mir geil werden. Das macht mich an. Das war ein Schlusssatz. Ja, den nehme ich so unwidersprochen hin, habe auch keine weiteren Fragen mehr und bemühe mich weiterhin zu verstehen. Danke Ihnen vielmals, dass Sie da waren. Danke. Schismus war heute mein Thema. Falls Sie noch Fragen haben sollten, dann schreiben Sie uns oder Sie rufen uns ganz einfach an. Morgen ist Altweiberfastnacht hier in Köln und weil da überhaupt keine Narren im Studio sind, sich überhaupt nicht hierher wagen würden, sondern alles auf der Straße stattfindet. Und ich dachte, na, wenn ich schon mal in Köln bin, dann muss das also auch so sein. Deshalb, morgen noch einmal in der Wiederholung vielleicht die Herzensbrecher, über die Sie schon mal so herzlich gelacht haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und wir sehen uns weiterhin. Danke Ihnen. Tschüss. Und morgen bei Ilona Christen, Herzensbrecher, mir widersteht.